Komm, ich hatte doch hier meinen Formel 1 Fahrer und ja, Ami und Plippler ist jetzt auch da und Sekita und sucht nach, Mensch. Melika müsste auch mal vom Essen zurück sein, oder ist Melika beim Essen wieder eingeschlafen? Melika schläft öfters mal bei den Streams ein, aber das ist auch nur ein Kompliment, weil ich bin dann so beruhigend. Ja, genau, bei diesem Aushängeschild. Hier oben ist ein Telefonhörer oder so ein McDonald's-Zeichen, also so ein Fast-Food-Zeichen. So. Okay. Und dann müsste in dem Bild auch noch eins sein. Und dich, Janek, dich habe ich natürlich auch. So, hier müsste auch eins sein, also wieder suchen. Weil hier haben wir auch noch keins. Oder? Ne, wir haben doch hier auch keins eingesammelt. Also eigentlich müsste hier jetzt noch eins sein. Das sind Sachen, die sich verändern. Die verändern sich ganz, ganz langsam. Und dadurch sieht man die fast gar nicht. Verändert sein Aussehen, genau. Ich hab's. So. Hast du es auch, Sekita? An der linken Treppe, genau. Hier an der linken Treppe seht ihr, das ist eine Blechdose oder eine Flasche. Das verändert sich immer. So. Okay, was haben wir jetzt eigentlich? Ein Feuerzeug haben wir jetzt mitgenommen von da hinten. So. Haben wir hier? Ne, hier haben wir es auch noch nicht, ne? Hier müssten wir auch noch eins finden und hier haben wir aber schon. So, also hier müssen wir auch noch suchen nach diesem Expertenobjekt. Also Augen auf und gucken. Ich hab's gefunden. Aber das war jetzt aus dem Gedächtnis, weil ich das Spiel ja irgendwann schon mal gespielt habe. Ich habe ja so ein super tolles Gedächtnis, dass ich mir Sachen merke und. Der Alarm ist immer, wenn ihr was gefunden habt, dann brüllt ihr halt Alarm, Alarm. Und dann weiß ich, ihr habt's gefunden. So, dann sagt, sagt, wo es ist. Wo es ist. Sagt, wo es ist. Wer hat's gefunden? Oh, ich muss euch jetzt mal was beichten. Ich habe diesen das Wochenende meine Frauentage. Deswegen habe ich die ganze Zeit Bauchschmerzen. Deswegen ist mir auch ein bisschen schlecht. Und alle Frauen im Stream wissen, was ich meine. Und alle Männer wissen auch, was ich meine, weil die Frauen dann immer zickig werden. Ich hab Bauchweh. So. Einfach mal frei rausgesagt. So, auf dem Eingang rechts, genau hier. Das ist ein Fernseher oder eine Kiste. Fernseher, Kiste, Fernseher. Und Formel 1 ist auch wieder da. Okay. So, dann geht's jetzt mal weiter. Hier hinten geht es nämlich auch noch wohin. Wow! Da ist ein Kurzschluss passiert. Genau, Erdbeertage. Ja. Okay, also hier ist irgendwo dann auch wieder so ein Objekt, was wir suchen müssen.
was sich verändert. Also Augen auf und brüllen, wenn ihr es findet. Ich gucke auch. So. Hat schon jemand gefunden? Ich bin noch am Suchen. Ich finde es nicht. Ja, ich glaube, ich hab's. Oder? Ja, ich hab's. Genau oben rechts an der Hauswand. Hier. Da. Das wird irgendwie so eine 13 oder auch gar nichts. Genau. So, an alle neugierigen Kinder, ein Universum der Wunder erwartet euch auf dem Jahrmarkt. Besucht uns noch heute. Kommt auf den Alien-Jahrmarkt und lasst uns rocken. Okay. Ja, ein schöner Kurzschluss. Da brauchen wir dann Gummihandschuhe oder so, dass wir keine gewischt kriegen. So, aber ansonsten gibt es hier nichts zu tun. Danke für das Gesundheit. Und hier war ja auch noch dieser Eingang, wo dieses Video war mit diesem Dreirad, was so unheimlich war. Da schauen wir nämlich jetzt auch mal. Und da müsste dann natürlich auch wieder ein Objekt sein irgendwo. Und ich habe es auch schon gefunden. Und wer hat es auch noch gefunden? Genau, über dem rechten Fenster hier oben, das ist irgendwie so ein, ja, ein Puppe oder so ein Pfeiler, so ein Deko-Pfeiler. Okay, was können wir jetzt hier machen? Ich glaube, ich muss mir gleich eine Wärmflasche machen. Nur muss ich gleich nochmal, Viertel nach oder so, mache ich mir eine Wärmflasche. Eigentlich wollte der Chris mich ja unterstützen, aber der Chris ist am Schlafen. Oder vielleicht hört er auch zu, ich weiß nicht. So, der Briefkasten hat ein Puzzleschloss und einige der Teile fehlen. Okay. Ich habe schon so viel Scheiß angesammelt und habe den noch nirgendwo eingesammelt. Ich habe ein Kind in der Schule lachen gehört. Ich muss einen Weg finden, um dieses Kaugummi zu zerschmelzen und dann die Tür aufzuschließen. Erst mit dem Feuerzeug. Sieht aus wie Gehirn. So, jetzt ist zumindest das Loch frei. Aber wir haben keinen Schlüssel. Okay, was haben wir denn? Wir haben eine Batterie, einen Kerzenhalter, einen Schraubendreher, Mais, einen Fahrradschlüssel und einen Magnet.
Okay, wir sollen irgendwie den Strom abschalten. Achso, ihr wollt, dass ich nicht da reingehe, weil ihr Angst habt. Ich weiß gar nicht, wo es gerade weitergeht. Also hier habe ich keinen Autoschlüssel. Und hier fehlt mir irgend so ein Zeichen. Genau, hier ist der Bus. Da fehlt mir ein Schneidbrenner. Da fehlt mir eine Zahlenkombi. Ich kann... Ja, es ist noch grenzwertig, das Spiel hier. Sonst würde ich das ja gar nicht spielen. So richtig große Sachen spiele ich ja nicht. Genau, ich würde nochmal hier in der Scheune gucken. Was ist das denn? Insektenspray. Und meine Maschine schleudert gerade. Höre ich drüben. Aber wofür brauche ich jetzt Insektenspray? Kann mir jemand mal helfen? Wo geht's weiter? Ich bin ein bisschen ratlos. Hier ist da auch so ein Auto drin, aber hier kann ich gar nichts reintun. So, hier fehlt mir irgendwas zum Aufmachen, aber es ist weder ein Schraubendreher noch dieses Ding hier vom Fahrradkasten. Mit Insektenspray kriege ich das wahrscheinlich auch nicht auf. Hat mir hier nicht eine Karte? Doch, da ist eine Karte. Puh, okay. Standort mit einem Expertenobjekt. Oh, das ist ja interessant. Okay, also da haben wir ein Expertenobjekt noch nicht aufgesammelt. Okay. Okay, sucht mir das Expertenobjekt. Nick Sikita hat sogar geraten. Genau hier müssen wir nämlich noch eins finden. So, dann schaut mal. Ich habe es nämlich gerade schon gefunden. Sperrt mal eure Äugchen auf und dann sagt mir, wo es ist. Genau, Baum rechts, Frosch, Stein. Hier, Stein, Frosch. So, und dann gehe ich jetzt nochmal auf die Karte zurück. So, alle anderen haben wir und da sind wir gerade. Und da müssen wir noch Sachen erledigen. An der Weggabelung. Ach so, wir haben ja hier was mit dem Fahrrad. Ja, jetzt habe ich ein Zahnrad. Das bringt mir aber auch viel weiter. Okay. Jetzt haben wir ein Zahnrad. Okay, Zahnrad. Okay. Am Hoteleingang, da müssen wir das da machen. Dafür brauchen wir einen Schlüssel. Haben wir aber nicht. So, und das Ding hat mir gerade schon verraten. Jetzt geht es irgendwie hier an der Scheune weiter. Ah, ja, hier fehlt das Zahnrad. Da wird ein schön gespoilert, wenn man mal auf diese... Okay, jetzt müssen wir das noch an den Griff befestigen. Ja. Und schon wieder weiß ich nicht, wo es weitergeht. Müssen die Kette daran befestigen. Ja, Magneten wahrscheinlich nicht. Das wird ein bisschen zu wenig Kraft haben. Genau, ich kann mich daran erinnern, dass hier noch was war. Die Schrotflinte ist nicht geladen, ich brauche Patronen. Okay.
Ich meine, hier wäre irgendwas mit dem Raben gewesen. Nee, der Tipp ist da drunter. Also soll ich das Ding jetzt einfach kurz schließen? Puzzleteile. Jo Mann, was hast du denn in deiner Tasche, Mann? Kürbiskerne soll ich laden in die Kanone da. So, Puzzle. Wo war denn jetzt der Briefkasten? Der war bei der Tür da, ne? Ja, wo komme ich denn? Da war die Tür. Da ist der Briefkasten und da sind die Puzzleteile. So, jetzt geht's ans Puzzeln. Kann ich drehen? Okay, drehen kann man sie nicht. Aber sie rasten ein, wenn sie richtig stehen. Gut. Das ist ja immerhin auch was. Sieht aus wie so eine Eule, die da am Ende bei rauskommt. Euren Briefkasten. Und da ist ein Schlüssel. Mrs. Dobson, hören Sie auf, die Behörden anzulügen. Nur Genies aus Stanford oder verrückte Professoren in einem Comic können Abhandlungen wie diese schreiben. Und Sie sagen, Ihre Schüler seien das gewesen. Was Sie sagen, kann nicht wahr sein. Sie müssen die Wahrheit sagen. Oder Ihre Mitbürger werden Sie für eine Lügnerin halten. Okay. Okay, es ist der Schulschlüssel. Habe ich auch immer in meinem Briefkasten liegen, mein Hausschlüssel. Sehr schlau. Okay, sehr, sehr gemütlich aus, findet ihr nicht? Okay. Ihr könnt ja mal schreiben, wie alt ihr seid. Dann weiß ich, wer mir so zuschaut, ha? Und wie viele mir überhaupt zuschauen, das wäre auch eine schöne Info. So, das ist ein Stromkasten. Das stand da, dass wir den Strom abschalten sollen. Das sieht eher nach Anschalten aus. Wegen der Klingel draußen vor der Tür. Na gut, jetzt haben wir den Strom erstmal angeschaltet. Oh nee, jetzt habe ich es euch gerade gezeigt. Hier ist das Expertenobjekt. Schaut hier in den Schrank. Ein, was ist das? Ein Buch? Oder ein, Paket oder so. 11 Stück. Okay. Hallo Manu, schön, dass du da bist. So, 14, 13, wen haben wir hier noch? So. Da. Ach so, Schnüffeltücher waren das hier. Ja, klar, dass du das sagen. 22. Ami, bist du eigentlich ein Mädel oder ein Kerl? Also ich bin selber 24. Und ich werde bald 25. Also, bist nicht alleine hier. Flipper ist 17. Manu ist garantiert älter als wir alle. Das weiß ich schon. So, und Energiefan ist auch so wie du. Der ist auch 22. Also, ein Kerl.
So, okay. Was ist denn das für ein Bild? Hinter diesem alten Bild könnte sich etwas Wichtiges verstecken. Okay, da brauchen wir wahrscheinlich wieder ein Messer für. Wir gratulieren Nick zum ersten Platz im Landesphysikwettbewerb. Unsere besten Studenten. Nick Giersen, IQ von 250. Heiliger Scheiß. Okay, das ist ein ziemlich hoher IQ. So. Der Eingang ist von der anderen Seite verschlossen. Vielleicht kann ich den Haken irgendwie anheben. Wie wär's hier mit dem Schraubendreher? Okay, der ist zu kurz. Dann erstmal nicht. Einige Figuren sind am falschen Platz. Aber es fehlen wahrscheinlich noch welche. Weil wir können das jetzt noch nicht öffnen. Okay. Ah, okay, bis zum 8. Mai, dann ist der Energiefern auch ein bisschen älter. Alisa ist 13, Yannick ist 14, Army Black Hawk war 22, Plipper 17, Energiefern hat bald Geburtstag. Der Junge hat wegen seinem Mega-IQ auch graue Haare. Yo, Yannick. Ja, es ist immer gut, wenn ihr verschiedene Farben benutzt, damit ich euch schneller auseinanderhalten kann. Also es ist nicht schlau, wenn alle die gleiche Farbe haben im Chat. Das kann ich euch sagen. Und eine Bürste, eine Drahtbürste. Ich glaube, der Felsen draußen irgendwo vor der Stadt, der brüllt schon nach uns. So, ein Lineal und was ist das? Kinder ritzen ihre Initialen in Holz und keine seltsamen Symbole. Die Symbole sind eventuell wichtig. Ich sollte sie mir merken. Ja, dann schreib die mal auf. Hier im Buch aufschreiben. Aufschreiben. Naja, hoffen wir, dass er sie sich aufgeschrieben hat. Die Symbole. Okay. Ich habe schon so viele Wimmelbilder gespielt, dass ich die Szenen schon langsam durcheinander bringe in meinem Kopf. Weil ich mich versuche, an die Szenen zu erinnern, die jetzt noch kommen. Aber es ist schwierig. So. Was los? Bin eben erst dazugekommen. Ja, Sekita, gut, dass du weißt, wie alt du bist. 15. Ja, stimmt. Die Türe, das Lineal, das ist ja länger als ein Schraubenzieher. Versuchen wir es mal. Jo, richtig. Das war spooky. Hello, miss. I'm glad you're here. Would you do me a favor? My brother's vanished while I had my nose stuck in a book, and now I have nothing to read. Could you possibly bring me some research literature? I like books about astrophysics and mountain engineering. Thanks, I've been bored and lonely just sitting here. Spiele nebenbei Pokémon und wer kommt mir entgegen, Mr. Miteinander. Und Yannick schreibt: Oh mein Gott, was für einer! Das ist der Erleuchtete oder was? Ja, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall liest er Astrophysik und Bergungskunde. Ja, Bergerkundungen. So, der Erste-Hilfe-Kasten, der ist verschlossen. Und da müssen wir den Schlüssel für finden. Okay, was finden wir denn hier noch so?
Okay, hier sind Bretter. Immer die. Nein. Hier drin ist es zu dunkel, um etwas zu sehen. Vielleicht hilft es, wenn ich die Bretter entferne. Okay. Aber dafür haben wir gerade nichts hier. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon das Objekt hier finden können oder ob wir warten müssen, bis das Licht an ist. Wir können ja mal gucken, ob wir was finden. So ein Expertenobjekt. Vielleicht auch erst, wenn wir die Bretter entfernt haben. Ich weiß es nicht. Ich schaue mal. Schaut ihr auch mal. Weiß nicht, ob das Blut ist, keine Ahnung. Yannick hat schon Verschwörungstheorien. Und Ami sagt, alle sind versteinert und er will was lesen. Wie heißt nochmal der Film mit den Kindern und den roten Augen? The Village? Er ist der Avatar. Warte, was? In welchem Film sind wir denn jetzt? Und Yannick hat geschrieben, der Junge hat sonst keine Probleme, so ein Alien, alle sind eingefroren und der, ich habe ein Mega-IQ, ich lese was von Physik, bin aber für einen Stoff zu faul. Ich schicke mal die Olle los, damit sie mich erleuchten kann. Klar, wie bei Lord Grey Grey. Der erste Hilfekasten ist verschlossen, aber wenigstens mit einem normalen Schlüssel, nicht mit einer Aussparung. Hinten in der Ecke oben. Ja, da. So. Okay, dieser Junge benimmt sich seltsam. Wahrscheinlich hat er einen Schock. Ich kann mir kaum vorstellen, was... Nee. Was er durchgemacht hat. Ich muss ein Buch für ihn finden und dann muss ich weiter nach der Ursache für diese Krankheit suchen. Ja, der Junge, der stirbt, wenn er jetzt kein Buch bekommt. Anscheinend haben hier zwei Leute sich gefunden, weil ich kenne den Film nicht. Aber beirren sich hier im Chat. Aussparungen im Erste-Hilfe-Kasten. Ja, wahrscheinlich passiert dann... Der Riesenhorror in, worüber habt ihr geredet hier? The Village oder so. Oder vielleicht was anderes habt. Ich kenne es nicht, deswegen kann ich da auch nichts zu sagen. Ich kann nur sagen, was ihr im Chat so schreibt. So, okay. Kratz, kratz, kratz. Okay, noch mehr mystische Symbole. Ich muss sie mir merken. Ja, gut, die haben wir jetzt auch. Und ich weiß schon wieder nicht, wo es weitergeht. Kerzenhalter, Insektenspray, Magnet, Mais, Batterie, Kerzenhalter, Schraubendreher. Das ist von Gronkh Grimtales. Ach so. Okay, von Gronkh. So, ich gehe mal zurück zur Schule. Okay. Genau, hier war doch was mit der Klinge. Was ist denn das? Ein Dart-Pfeil. Okay. Hallo Metro. Also, der Insider ist von Gronkh Grimtales Let's Play. Damit jetzt auch alle Insider sind. So,